Hallo liebe Zuschauer, dies ist ein etwas anderes Video von mir, ausnahmsweise. Es geht diesmal nicht um Spiele und auch nicht um Animes, um gar nichts von diesen Dingen. Es geht um die Katastrophe, die sich am 11. März 2011 ereignet hat, um das Erdbeben der Stufe 8,9 auf der Richterskala und um den Tsunami, um die Brände und um das AKW Fukushima Daiichi. Es macht mich krank, einfach zur Untätigkeit verdammt zu sein und nichts tun zu können. Wenn ich die Mittel hätte, würde ich sofort nach Japan fliegen und den Suchtrupps helfen. Und ich will einfach nur diesen Menschen, würde ich so gerne helfen. Egal was was in meiner Macht steht. Alles, was in meiner Macht steht. Aber dies ist leider nicht möglich. Und deswegen spreche ich hier mein Mitleid und mein Mitgefühl aus. Für die Opfer, für die Hinterbliebenen und für alle Bewohner Japans, die diese Tragödie ertragen mussten. Und gerade so viele aufeinanderfolgenden. Und ich hoffe wirklich, dass dies bald aufhört. Denn Japan ist ein wunderschönes Land. Es hat eine einzigartige Kultur, eine wunderschöne Sprache. Und als ich das mitbekommen habe, dass Japan geradewegs ein Erdbeben durchmacht und dann auch ein Tsunami, habe ich einfach nur noch gebannt vor dem Fernseher gesessen und wollte einfach nur, dass das alles endlich aufhört, dass der Horror ein Ende nimmt. Aber das tat er nicht. In Fukushima ist die Kühlung der Brennstäbe ausgefallen und im schlimmsten Fall steht uns da eine Kernschmelze des Atomkraftwerks bevor, das auch noch üble Auswirkungen hätten. Verstrahlung und Radioaktivität, vor allen Dingen, weil in unmittelbarer Nähe noch drei andere Atomkraftwerke sitzen. Ja, der Notstand wurde ausgerufen und man evakuierte alle Menschen im Umkreis von 10 Kilometern, 10, 20 Kilometern rund um Fukushima Daiichi. Nun, ich weiß, es hat mich einfach erschüttert und nicht nur mich, bestimmt ganz Deutschland und alle anderen Teile der Welt, die all das mitbekommen haben. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass sich so viele Länder, darunter auch Deutschland, bereit erklärt haben, Hilfe zu leisten. Weil bei so einer Tragödie, bin ich der Meinung, muss man einfach zusammenhalten und alles tun, was man kann, um den Menschen in der Not zu helfen. Und ich spreche eigentlich nicht gern mein Mitleid aus und mein Mitgefühl, weil ich denke, das ist immer zu wenig und ich kann nichts anderes machen als das. Und es ist bestimmt auch kein großer Trost für die Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben und ihre Häuser und jetzt in Asylen leben, bis all das vorbei ist. Und wir können wirklich nur hoffen, dass man diese gefährliche Situation im AKW unter Kontrolle bringt und eine weitere verheerende Katastrophe verhindern kann. Und ja, ich bin wirklich kein gläubiger Mensch. Absolut nicht. Religion und Gott sind was für mich unwichtig ist und nicht existiert, aber in der schweren Stunde und in den schweren Stunden allgemein bitte ich wirklich für all die Menschen, die von dieser Katastrophe heimgesucht wurden, und hoffe, dass die grausame Zeit für sie baldmöglichst ein Ende findet und dass diese grausame Kette von Tragödien, dieser Horror, endlich ihr endgültiges Ende finden würde. Man kann nur hoffen und man kann nur beten, dass nichts Schlimmes mehr passiert und die ganzen Opfer, wurde ja auf 1700 Todesopfer geschätzt. Weitere 1000 werden vermisst, sogar es sind schon mehrere
ich glaube, 3 oder noch mehr Menschen sind an der Strahlung, an der radioaktiven Strahlung gestorben. Naja, was soll ich noch sagen? Ich glaube, ich habe schon alles gesagt. Ich hoffe einfach nur, dass die Situation unter den in den Griff kriegen und weiteres Verheerendes verhindern können. Und ich spreche hier an dieser Stelle mein Mitgefühl aus und hoffe, dass das alles nicht so schrecklich enden wird. Und damit verabschiede ich mich auch und wir hören voneinander.